Finde drei geheime Orte, what? Halte die Maustaste gedrückt, um den Zauber auf ein Ziel auszurichten. Lass die Maustaste los, um den Zauber anzuwenden. Probier ihn mal bei diesem Fass aus. Alles klar, Bobby. Warum? Ich finde, ja, okay, Professor Quirrell hier übelst am Lispeln, aber... Junge, das ist ein bisschen übertrieben, ne? Weißt du aber auch selber, ne? So, ein bisschen Flipendo, ne? Junge, das klappt ja gut. Ey, noch weiter. War das etwa schon alles, Harry? Der berühmte Harry Potter? Huch. Ist das irgendwie gerade, das klang so, als wäre das... Nee. Als wäre das so in 1000 Teile zersprungen und da vielleicht ein paar Bohnen droppen? Ja, vielleicht. Nein. Irgendwas geht hier. Aha. Aha. Da ist ein Stern. So, so. Und da ist... Wende den Flipendo-Zauber auf den Schalter an der Wand an, um die Tür zu öffnen. Okay. Du kannst den Flipendo-Zauber auf alle möglichen Dinge anwenden. Probier es doch mal bei diesem Kessel. Wirf ihn einfach um, Harry. Wie er einfach am Lispeln ist, Mann. Am Stottern. Nicht Lispeln, am Stottern. Ich habe ja nichts gegen Leute, die stottern, aber von so einem, ey, lass ich mich hier aber nicht so gern unterrichten, ne? Da muss er erst mal sprechen lernen. Ein Spaß beiseite, das ist voll die miese Krankheit und jetzt kommt bestimmt voll der Shitstorm in den Kommentaren. Ich stotter auch, ja? Und ich habe auch Professortitel. Junge, komm du erst mal so weit. Ja, ja. So, jetzt kann ich hier... Aha, erster Stern. Oho, jetzt kann ich hier lang. Adventure und so, voll das Feeling. Ah, übrigens, die Kessel, Mann, ich erinnere mich. Ja, oh. Aha. Gut gemacht. Nun mach dich auf die Suche nach den Sternen. Wir treffen uns dann später. Später. Mach dich auf die Suche nach den Sternen. Ah, der Harry Potter. Wie, da kann ich... Ach ja, jetzt hat sich die Brücke gedreht, ne? Es ist ja... Mann, Mann, Mann. Oh, direkt der nächste Stern. Zwei habe ich. Wunderschön, das Schloss, muss ich mal sagen, so nebenbei. Hallo, Harry Potter. Ich bin der fast kopflose Nick, der Hausgeist von Gryffindor. Hi, Nick. Mit diesem Buch kannst du das Spiel speichern. Wenn du es berührst, wird das Spiel automatisch gespeichert. Wenn deine Energie auf Null abgesunken ist, fängst du an der Stelle wieder an, an der du zuletzt gespeichert hast. Im Hauptmenü kannst du ein zuvor gespeichertes Spiel laden. Auf Wiedersehen. Wenn meine Lebensenergie auf Null gesunken ist, was ist denn? Ich glaube, das Spiel ist ab Null. Kann er nicht einfach sagen, ja, wenn du mal stirbst, Junge, dann kommst du hier wieder auf den Teppich. Ja, ja. Oh, so schnell geht hier speichern. Das ist aber... Kann ich gehen? Jawohl. Flipendo. Junge. Der kannst du nicht treffen. Geht doch. So, das ist also der Nick. Das ist ja... Das ist ja schön. Und wir bahnen uns weiter unseren Weg durch das Schloss. Ey, ich habe früher mal von geträumt, Mann. Alter, selber. Das muss... Also, ne? Wäre das hier alles so echt und so... Voll der Kindheitstraum, Mann. Ab nach Hogwarts ein bisschen zaubern, Avada Kedavra lernen und so. Hammer. So, was kann ich jetzt hier machen? Was bringt mir das? Ich mach das einfach mal. Ach, da ist so eine geheime Kammer, die sich wahrscheinlich gerade öffnet. Voll geheim hinterm Gitter. Jawohl. Ich bin gut. Aber in diesem Spiel sind sehr unglaublich viel Cutscenes. Ich hoffe, das nimmt noch ab. Ich komme kaum selbst zum Zug, irgendwas zu sagen, weil bin ich so der Typ, der da immer reinlabert, so unglaublich viel. Und, verwende ja. Den ne? Flipendo-Zauber bei diesem Block, um ihn aus dem Weg zu schaffen. Alter, was ein Lappen. Mann, Mann, Mann. Ah, das ist ja... Huch! Kommt er hier hoch hier? Oh, Junge! Voll das... Wie nennt man das?
Parcours, ne? Also dieses von wegen ab durch die Wildnis oder durch die Städte und einfach über alles drüber klettern und... Ah ja, das kann der Harry auch, Mann. Das hat er schon vorher Hogwarts gelernt. Hogwarts. So, da kann ich wieder speichern. Alter, ne? So schnell möchte ich mal in jedem Spiel speichern. Boah, wäre das geil. So, jetzt war da hinten aber noch was. Eine Vase. Kann ich auch hier kaputt machen. Ich will alle Bohnen sammeln und beherrschen. Ich werde sie alle besitzen. Ich glaube ans Herz der Bohnen. Ja, ha. Da kaufe ich mir später Voldemort Zauberstab für. Glaubt da mal. Alter, hier geht's krass runter. Was passiert denn, wenn ich... Ja, dann, dann sinkt meine Lebensenergie sofort auf Null, oder was? Ab ins Verderben, in die Tiefe. Ach, scheiße, Mann. ja. Ja, ne? So, da sind wir wieder bei einer weiteren Runde. Sind hier wieder welche drin? 25. Ach so, die hatte ich noch gar nicht aufgemacht. So. Was ist jetzt hier mit dem Sound los? Kann ich mal ein Lied hier anfangen? Ich finde die Lieder immer so schön bei Harry Potter. Ein paar aus den Filmen sind hier ja auch irgendwie im Spiel, aber irgendwie auch nicht alle. Wobei, wenn man die viel gezockt hat... Also es ist so... Wenn man die Filme und das Spiel kennt... Oh Junge, wieso kannst du da nicht um die Ecke... Okay, ich komme da eh noch hoch. Wenn man die Spiele und den Film kennt... Dann, also so war es bei mir, ich kenne nicht alle Spiele. Ich kenne jetzt hier den ersten vor 12 Jahren, da weiß ich eigentlich gar nichts mehr von. Also ich kann mich hier eigentlich an gar nichts mehr erinnern, außer an diese scheiß Kessel, die umfallen und an die Bohnen. Zweite habe ich mal ein bisschen beim Kumpel früher gesehen. Und den dritten habe ich mal auf dem Gamecube gezockt, im vierten auch, aber das war's. Aber das ist auch alles verdammt lang schon her, also... Ja, jetzt hat sich da hinten was geöffnet. Was ich sagen wollte, wenn man die Spiele kennt und die Filme... Dann merkt man doch, dass da ab und an die gleichen Leute doch hinterstecken. Weil ich finde die Musik, klar sind andere Tracks. Oh, jetzt wäre fast ein Bein gebrochen hier. Klar sind andere Tracks, aber ich sag mal so, man merkt die Ähnlichkeiten doch ganz gut. Also die Lieder so von der Art her, Junge, wie komme ich jetzt da hin? Sind doch alles die gleichen, sind doch gleich schön, nicht wahr? Oh, Junge, an einer Ecke noch abgestoßen hier, wie Prince of Persia. Ah ja. So, ach, da unten war ich vorhin. Das ist ja voll gefährlich hier, wo sie ihr Schüler in der Prüfung lang schicken. Wenn ich hier runterfalle, dann ist aber zu Ende mit Zaubern. Haben wir ja gesehen vorhin. So, was passiert jetzt? Ach, nee. Joa, spannende Musik hier. Voll knifflig wird das jetzt. Da merkt man gleich... Oh, jetzt kommt aber... Jetzt wird's aber... Uhuhu, ne? Freunde, das war aber knapp. Und richtig schwer. Oh, ich glaube, ich muss die Sprunghilfe anmachen, sonst schaffe ich das hier nicht. Und gleich mal ein bisschen Vorarbeit leisten hier. Und rüber! Oh, und rüber. Jawohl. Und der nächste Stern ist meiner. Ich hoffe, ich lasse keinen aus. Das würde ich mir nie verzeihen. Ich überlege gerade. Ach nee, doch nicht. Nee, alles gut. So. Mal wieder ein bisschen Vorarbeit leisten hier. Flipendo-like Baus. Bisschen Brille richten. Ja, der Harry Potter, der muss erstmal Brille richten. Was geht hier ab? Doch Horror-Game, eh? Ja, schallt es durch die Gänge. Da krausen mir alle Haare, Zehennägel, alles. Wo muss ich denn hier lang? Da ist da hinten noch was. Ich will nichts auslassen, ne? Ah, ne, so kann man mit dem Stern, ne? Und der brennt, oder was ist das hier für ein Geräusch? Knistert so. Es geht mit dem Sound. Und Bein brechen! Ja! Wäre ich noch heile, schade. Ich bin Harry Potter. Ich kann mir nichts brechen. In keinem Film, in keinem Buch. Nirgendwo brech, oder? Muss man überlegen. Nö. Aber mit Schlangen reden, ne? Das ist cool. Das kommt dann auch im zweiten Teil, liebe Kinder. So, rüber da.
Oh, das Bild irgendwie will immer von allein nach oben ziehen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Also ich muss mich hier erstmal ein bisschen reinarbeiten auch. Das wird sich dann aber mit den nächsten Folgen, denke ich, mal legen. Warte, was? Bisschen stöhnen, ne? Wenn man nicht weiter weiß. So, ihr roter Teppich, ich bin am Ziel angelangt, oder was? Und speichern. Und weiter. Das ist ein Gnome, Harry. Gnome belästigen liebend gern junge Zauberer. Wirf ihn auf den Rücken, um die Aufgabe erfolgreich abzuschließen. Was ist das, Mann? Gnome bewegen sich sehr schnell und können wirklich lästig sein. Ein Gnome ist das, ja? Das sieht aus wie ein Stück Scheiße auf Beinen, ey. Huch! Ah! Huch! Das sind ja mehrere! Oh, der, oh. Ah, die wollen mir ans Bein rammeln. Ist ja. Was soll ich machen? Oh, ja. Stirb. Stirb und. Ah! Alter, ihr kleinen Kackbratzen, Mann. Geht wen anders? Ah! Oh, Junge, ich zieh schneller als mein Schatten. Alter, ich will gar nicht wissen, wie viel Boden ich hier gerade verloren habe. Junge, die stöhnen ja noch heftiger. Das ist hier aber auch. Was ist das überhaupt für ein Raum, Alter? Ein Kamin, schön Sofas, ein paar stöhnende Typen. Krass, ey. Ich will gar nicht wissen, was hier läuft, sobald ich weg bin, ey. Das Spiel. So, kann ich hier noch was so ein bisschen Flipendo machen? Da hinten noch eine Vase. Eine Bohne ist da immer drin. Krass. Oh ja, erstmal ausruhen, ne? Da habt ihr mir wächst hier keiner so leicht ans Bein, aber da geht okay. Kann ich noch nicht, schade. Schade, schade. Glückwunsch, Potter. Du hast die Aufgabe bestanden. Du hast alle Sterne eingesammelt. 20 Punkte für Gryffindor. Pro-Gamer. Mach dich aber auf den Weg zum Flugunterricht. Ja. Im Gemeinschaftsraum von Gryffindor unterhielten sich Harry, Ron und Hermine über die ersten aufregenden Tage in Hogwarts. Es gab viel Gerede um den Einbruch bei Gringotts, der Zaubererbank. Die drei hatten jedoch nicht sehr viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, da sie schon bald zum Flugunterricht mit Madame Hooch mussten. Alles klar, keine Zeit, dir um Gedanken zu machen. Geht gleich weiter hier im Konzept. Ich bin deine Lehrerin, Madame Hooch. In deiner ersten Stunde wirst du lernen, durch diese magischen Ringe zu fliegen. Irgendwie hat man ja voll den Privatunterricht. Alle gucken immer nur zu, aber der Redner, der Lehrer, mit den Pfeiltasten. Redet immer nur mit Harry, mit dem berühmten Harry Potter, ja? Yeah? Hat wohl doch ein bisschen regulieren. Vorzüge auf der Schule, hm? Was willst du? Warum jetzt hat sie das alles gar nicht gesagt. Fertig, Harry. Wenn ich pfeife, geht's los. Ja, Moment. Wie war das jetzt mit dem... Huch! Huch! Ha? Okay. Ha! Wieso ist das denn... Huh! Yeah, Mann! Und hochziehen! Ja! Junge, ich hab's ja schon richtig ra... Huch! Ja. Moment. Konzentrieren hier. Harry Potter und so hat ja voll das Naturtalent im Fliegen. Oh, jetzt her. Das ist gar nicht so leicht, wie es aussieht, Freunde. Denn hoch und... Also oben und unten ist umgedreht irgendwie. Naja, bist cool, ey. Wie ich hier mit kleineren Ringen fertig werde, das werde ich dir jetzt mal demonstrieren. Ach, es geht auf Zeit. Aha. Sowas. Ja, das ist ja alles easy, weil das alles ebenerdig ist. Ich muss gar nicht hoch und runter steuern. Mal sehen, wie das nach dem blauen Ring wird. Lieber Harry. Ach, scheiße. Huch! Ja, da wird's gleich schon ein bisschen interessanter, liebe Madame Hooch. Saste, saste. Naja, alles cool hier, alles cool. Ich glaube, ich müsste jetzt schon 40 Ringe haben, damit ich mit der Zeit hinkomme. Davon träumt ihr doch nachts, ihr miesen Spieleentwickler. Und das Spiel soll ab 0 sein? Ey, da hat man ja gar keinen Spaß. Voll am... Oh! Die sind ja... Okay, ich nehme einfach den hier jetzt.
Dann lasse ich einen halt aus. Oh, ich bin Harry Potter, ich darf das. Junge, sind die klein! Das ist richtig schwer, ohne Scheiß. Ich mein's ernst. Oh! Oh! Action! Ich glaube, ich krieg immer ein bisschen Zeit, wenn ich einen Ring einsammle. Kann das sein? Habe ich den jetzt gerade bekommen? Oh! Bist du Beine hier brechen? Oh! Oh! Alter, wie ein Besoffener. Würde das der Vater von Harry sehen? Nee, nee, du. Dann wäre aber Polen offen, Freunde. Dann wäre Polen offen. Oh, Junge, das ist... Das ist echt schwer. Ihr lacht, aber das ist... Du bist ein Naturtalent, Harry. Ach, ich gebe dir 10 Hauspunkte für deine gute Leistung. Naja, was war das? Du kannst üben, wann immer du willst. Die entsprechende Option findest du im Hauptmenü. Wovon reden Sie, Madame Hooch? Jetzt mach dich aber auf den Weg zum Zauberkunstunterricht. Befinden wir uns hier in einem Computerspiel? Was ist das Hauptmenü? So, jetzt, was war das? Zauberkunst? Aha. Alter, ey. Boah, Junge, der bewegt sich. Wow, 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 wow. Kann ich den hier so ein bisschen... Nee, kann ich nicht, oder? Oh, doch. Wie, mehr ist da nicht drin in der Rostbütze. Rückt raus. Ach, oh, doch. Hallo. Raus damit. Mehr hast du nicht drauf, Kachper? Ich will mehr. Naja, nächste Rüstung. Leide, 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 leide. Na, das war's auch schon. Alle Ecken auskratzen. Das ist mein Motto. speichern tue ich mal gleich. So, wie machen wir das denn? Ja, da wo es leuchtet, muss ich wahrscheinlich weiter. Warum bin ich denn so gedamaged? Ach, weil ich mir gerade ein paar Mal was gebrochen habe wahrscheinlich. Naja, speichern wir erstmal. Und mache ich hier mal einen Cut. Wir sehen uns dann in den nächsten Parts. Ihr könnt mal auf Facebook vorbeischauen, Freunde. Da habe ich eine Page, ist in der Beschreibung. Und ansonsten liken, abonnieren und so weiter, wisst ihr ja. Freunde empfehlen, eurer Mutti zeigen, alles. Also bis zum nächsten Mal. Zauberstab.